16. April 2021, Freitagmorgen, 8 Uhr. Ich begrüße Sie sehr herzlich, meine lieben Investorinnen und Investoren. Heute habe ich ein spannendes Thema. Neben den Aktien und vielen anderen Investments liebe ich eines besonders: Ländereien, Landbesitz. Darüber wollen wir heute ein klein wenig sprechen. Vielleicht kann ich Ihnen ein paar Gedankenanregungen vermitteln. Und wie in letzter Zeit ja üblich, vorweg eine Buchempfehlung, damit Sie die Angst vor Exotik verlieren und von großen Entfernungen, habe ich ein sehr schönes Buch gelesen. Das ist von Christina Lamb, The Africa House, die wahre Geschichte von einem Pionier, aber auch anderen Pionieren, die in Kenia vor langer Zeit sich niedergelassen haben und große Besitzungen dort aufgebaut haben. Ein sehr spannendes Buch, The Africa House von Christina Lamb. In der Videobeschreibung haben wir auch, glaube ich, einen Link dazu. Auch hier wieder für all diejenigen, die Langeweile haben und mal vom Fernseher und vom Bildschirm wegkommen wollen, kann ich sehr empfehlen. Sie wissen ja, dass ich ein Faible habe für Erfahrungen aus früherer Zeit. Es ist eine arrogante Haltung, wenn man denkt, na ja, die haben damals ja noch keine, ich weiß nicht was, Hochdruckturbinen und das und jenes gehabt und kein Internet und deswegen waren die ja hinterm Mond. Nein, ich kann Ihnen versichern, im Bereich Investieren, Besitz, Eigentum, gutes Management und so weiter, gibt es uralte Regeln und es lohnt sich sehr, von diesen Erfahrungen früherer Generationen zu profitieren. Und ich garantiere Ihnen, Sie können davon profitieren. Sie müssen also gewisse verstaubte alte Sachen einfach ein bisschen zur Seite legen. The Africa House. Ja, sehr interessant und passt zu unserem heutigen Thema. Es ist ja so, viele von Ihnen haben mich angesprochen, haben gesagt, mein Gott, jetzt gibt es nicht nur Nullzinsen, jetzt muss ich auch noch Strafzinsen auf meine Bankguthaben zahlen. Dann habe ich Sorge, also nicht ich, sondern diejenigen, die mich ansprachen, ist das mit der Bank denn noch alles sicher und wohin mit dem Geld? Und es ist natürlich ein ganz großer Blödsinn, wenn man mit dem Geld nur um da Pfennige oder einige Beträge an Negativzins zu sparen, wenn man daraufhin das Gesamtkapital blödsinnig investiert. Und ist genauso schlimm, wenn man natürlich seinen Seelenfrieden verliert, weil man sich Arbeit und Probleme durch eine Investition an die Backe bindet, was man an sich ja gar nicht haben will. Also diesen Spagat hinzubekommen, ist gar nicht einfach. Negativzins vermeiden, aber so investieren, dass es noch passt und dass Sie auch im Rahmen Ihrer Streuung des Risikos mit den Risiken leben können. Und sehr viele Investments außerhalb der Börse machen ja in der Tat Arbeit. Nicht? Wenn Sie sich als stiller Kompagnon an einer Frittenbude beteiligen, müssen Sie sich mit dem Betreiber der Frittenbude, mit Ihrem Kompagnon, der da im Angesicht seiner Arbeit schwitzend über den Currywürsten hängt, mit dem müssen Sie sich auseinandersetzen, wenn der Sie am Wochenende anruft und sagt, wir müssen uns dringend über die Grillabzugshaube unterhalten. Da können Sie nicht sagen, lass mich in Frieden, ich will sonntags meine Ruhe haben. Und je nachdem, was für eine Vermietungsimmobilie Sie haben, erfordert das ja auch Arbeit und Engagement. Und für all diejenigen, die im Rahmen ihres Portfolios einerseits sichere Assets suchen, also eine sichere Anlageklasse, ein Sachwert, einen nicht zerstörbaren Sachwert und einer, der nicht so viel Arbeit macht, in dem Zuge muss man schlichtweg Landbesitz erwähnen. Nun sind wir Deutschsprachigen ja überwiegend in sehr dicht bevölkerten Regionen und Land, vor allem Bauland, aber auch mittlerweile Ackerland in dicht besiedelten Gebieten ist gar nicht so einfach zu bekommen. Gibt es kaum was im Markt und wenn, ist es zum Teil auch sehr teuer geworden. Und deshalb empfehle ich Ihnen was? Was ich ja immer schon gesagt habe, das beste Geburtstagsgeschenk, das beste Weihnachtsgeschenk, das beste Ostergeschenk war ja jetzt da gerade, ist was? Der Globus. Der Globus, nicht wahr? Ich habe ja auch einen sehr schönen Globus, habe ihn leider jetzt heute
nicht hier auf den Tisch gestellt. Wichtig ist ein Globus mit Beleuchtung, nicht wahr, damit man die Länder gut sehen kann und dass sie sich überhaupt erstmal einen Eindruck machen, wie sieht die Welt überhaupt aus. Da werden sie schon mal staunen, wie groß manche Länder sind und wie klein die Länder sind, in denen wir leben. So, und was ist die erste wichtige Überlegung, wenn Sie ein völlig emotionsfreier Investor sind und wollen sagen, wo kriege ich eigentlich eine Menge Land für mein Geld? Die erste Grundrecherche ist was? Wo kann ich denn als Ausländer auf der Welt überhaupt noch Land erwerben in meinem eigenen Namen? Und zwar nicht als Leasehold, wie es im Englischen heißt, auf 100 Jahre, also nur für eine bestimmte Zeit, sondern Freehold heißt das im Angelsächsischen, so für immer, für ewig. Also das ist die erste wichtige Aufgabe, die Sie erfüllen müssen. Die Recherche, in welchen Ländern der Welt, wie viele Länder stehen überhaupt zur Verfügung, die mir als Ausländer erlauben, im eigenen Namen Eigentum, Landeigentum zu erwerben, ohne dass das irgendwelche nur Pachtverträge sind oder auf Zeit. Das ist eine sehr interessante Betrachtung, denn Sie werden staunen, in vielen Ländern, wo Sie vielleicht gerne viel Land hätten, ist das gar nicht möglich. Und ich rate an sich von irgendwelchen Strohmann-Geschäften, dass also ein Einheimischer vorgeschaltet wird und mit dem machen Sie aber einen Vertrag, dass in Wirklichkeit nicht er der Eigentümer ist, sondern Sie, aber das Ganze hinter den Kulissen. Würde ich das machen? Antwort: Nein. Also, suchen Sie mal erstmal diese Länder. So, und dann werden Sie da schon ein Gespür für haben, dass Sie sagen, jawohl, in dem politischen Umfeld finde ich das ganz spannend, das könnte ich mir also zutrauen. Was macht die wenigste Arbeit? Das ist natürlich nicht der Ackerbau, wo eben jede Saison was angepflanzt wird und wo Sie dann ja auch einen Pächter brauchen, sondern es sind Gebiete, die nicht so arbeitsintensiv sind. Also entweder sind das reine Wiesen oder Steppengebiete oder Waldgebiete. In vielen Ländern sind sie völlig frei, wie sie ihren Wald bewirtschaften. Und es gibt so gut wie keine Vorschrift, was sie da machen müssen oder nicht tun müssen. Das heißt, es ist ganz in ihr Belieben bestellt, ob sie die kleinen Bäume die nächsten 50 Jahre wachsen lassen oder ob sie da eine Abholzung vornehmen. Das führt uns aber zunächst mal auf den zweiten wichtigen Punkt. Erster Punkt, also wo kann ich das Eigentum vernünftig, trouble-free erwerben? Und der andere Punkt ist, was will ich überhaupt mit dem Land? Weil einige Investoren haben mich angesprochen, haben gesagt, ja, wir würden doch gern Land kaufen. Da habe ich gesagt, ja, es kommt ja darauf an, was haben Sie eigentlich damit vor? Wollen Sie da jetzt unbedingt sofort eine Rendite erwirtschaften? Sind Sie also dann auf Pachteinnahmen aus? Sind Sie darauf aus, dass Sie aufgrund des Landbesitzes EU-Zuschüsse zum Beispiel bekommen? Wollen Sie das Land haben, weil Sie denken, eines Tages aufgrund des Bevölkerungswachstums könnte es zu Bauerwartungsland und dann Bauland werden? Wollen Sie einen bestimmten Holzertrag erwirtschaften? Oder wollen Sie es selber nutzen? Sind Sie an der frischen, schönen Luft interessiert? Kriegen Sie einen Kick daraus, auf eigenem Grund und Boden Holz sägen zu können, zur körperlichen Ertüchtigung und dass Sie einen Spaß daran haben, dass das Ihr Land ist, dass Sie da ein Loch in den Boden graben können, ohne dass Sie jemanden fragen müssen. Also praktisch die erweiterte Privatsphäre, wenn Sie hier in Österreich, in der Schweiz, in Deutschland in sehr beengten Verhältnissen leben, ja, können Sie da eben, ich weiß nicht was, 50.000 Quadratmeter zu Ihrem eigenen Spaß haben. Das ist natürlich ein ganz anderes Suchkriterium, als wenn Sie sagen, nö, ich will da an sich persönlich auf das Land überhaupt nicht drauf. Also der Aspekt Schönheit und so weiter spielt durchaus eine Rolle. Also entscheidend ist, Sie müssen sich im Klaren sein, was habe ich eigentlich damit genau vor? Und das ist natürlich alles in Ihr Privatvergnügen, das müssen Sie ja alles selber entscheiden. Ich würde aber gern darauf hinweisen auf ein paar Sonderaspekte, an die man nicht so denkt, wie man eben auch vor allem als junger Mensch mit kleinem Portemonnaie mal den Fuß in dieses Geschäft reinbekommt. Denn man muss ja sagen,
Das Einzige, was wirklich kaum kaputtbar ist, wenn das politische Eigentum gesichert ist, auch nicht diebstahlsgefährdet ist und auch nicht der Mode unterliegt, ist schlicht und einfach der Landbesitz. Denn bis auf ganz wenige Aufschüttungsgebiete außerhalb von Singapur und in einigen arabischen Ländern vermehrt sich ja die Fläche der Welt nicht. Selbst Gold vermehrt sich, weil Gold wird gefördert. Die meisten Leute schmeißen das geförderte Gold von den letzten Jahrhunderten ja nicht weg. Also jedes Jahr kommen mehr Goldbarren auf den Tisch. Beim Land ist das nicht der Fall. Und ich denke, vor allem beim Land ist ein ideales Instrument der Landbesitz für sehr langfristige Orientierung. Also für junge Leute, damit sie den Fuß reinbekommen, viel Land bekommen für kleinstes Geld, wenn sie die richtigen Länder aussuchen und wenn sie später mehr Geld haben, dass sie es erweitern. Da würde ich dann schon darauf achten, ob das nicht auch etwas ist, wo sie zum Beispiel sehr gesunde Ferien verbringen können. Also ist in so einem Fall wichtig, ist da ein Zugang zu diesem Waldgebiet oder zu dieser schönen Landschaft? Ist da Wasser, Grundwasser oder ein See? Weil das sind ganz entscheidende Kriterien, die nachher den Preis ausmachen. Und besonders interessant ist es für die Investoren, die sehr viel Zeit haben oder die über ihre eigene Generation hinausdenken. Da gibt es ja richtige fantastische Tricks, wo sie sozusagen einen geringen Euro-Wert, einen geringen Wert in Schweizer Franken vererben können, was von Vorteil ist, wenn der Wert gering ist, für die Erbschaftssteuer oder die Schenkungssteuer, wo aber schon vorprogrammiert ist, dass ihre Nachfahren in ein Reichtum hineinwachsen. Und wo haben wir das? Bei Sumpfgebieten und bei abgeholzten Gebieten. Ja? Abgeholzte Gebiete kaufe ich zum Teil für ein Drittel des Preises von einem normalen Gebiet mit normal hohen Bäumen. Das heißt, ich spare zwei Drittel und das interessiert mich sehr, weil ich bin an dem Holzertrag gar nicht interessiert. Ich lebe ja von meinen normalen Einkünften. Das heißt, ich kann diesen Landbesitz von dem Zwang zum Einkommensproduzieren befreien und bekomme das meiste Land da, wo einer sein Geschäft gemacht hat. Und ich werde das nie vergessen, das habe ich im Alter von 19 Jahren wunderbar erlebt. Da bereitete ich mich mit einem Freund auf die Prüfung meiner Banklehre vor. Da hatten wir im Blockunterricht frei und sind 2 Wochen in Klausur gegangen, um für die Prüfung zu lernen. Und dieser Freund von mir war der Sohn eines sehr vermögenden Bankiers, eines noch richtigen Privatbankiers. Und dann sagte zu mir: Mensch, komm doch mit mir zum Lernen. Wir gehen in die Jagdhütte von meiner Familie, von meinem Vater. Und das ist ein schönes Waldgebiet. Das waren 300 Hektar Wald, wunderbare große Bäume, schattig, eigene Wege. Wir konnten da ohne Nummernschild mit dem Jeep rumfahren und mittendrin ein herrliches Jagdhaus, Erdgeschoss mit Naturstein, Obergeschoss aus Holz, Kamin und wir konnten wunderbar lernen und uns herrlich erholen. Und bei einer der Fahrten mit dem Jeep beim Erholen habe ich gesagt: Mensch, sag mal, wie seid denn ihr an dieses herrliche Waldgebiet gekommen? Und das war also hier am Rhein, oberhalb des Rheines in Deutschland. Wie seid ihr da dran gekommen? Ist ja unglaublich, sagte er. Ja, das war mein Opa, als der ein junger Mann war. Da war in Holland ein Boom-Nachfrage für Holzfässer. Ob für Geneva oder Bier, weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls war ein riesiger Bedarf für Holzfässer in Holland. Und dann hat ein Spekulant diese 300 Hektar Wald damals gekauft, nur mit dem einzigen Zweck, an das Holz dran zu kommen. Hat alles abrasiert, alles abgesägt. Die Hölzer wurden den Hügel und Berg runter zum Rhein runtergerollt und dann über den Rhein nach Holland runter verschifft. Und hat praktisch dann diesem Vorfahren meines Freundes, als dieser Opa ein junger Mann noch war, hat er für kleinstes Geld dieses entsetzliche Gebiet angetragen und verkauft. Und ich selber weiß, wie so abgeholzte Gebiete aussieht. Da erinnert man sich an Bilder aus dem Ersten Weltkrieg. Da stehen Stümpfe,
dann ist Zeug abgefallen und so weiter. Der Boden ist zerfurcht durch diese großen Fahrzeuge, forstwirtschaftlichen Fahrzeuge und so weiter. Das sieht nicht schön aus. Da braucht man sehr viel Fantasie, weiter zu denken. Aber man kann also im Rahmen der Aufpflanzungen, das kann man, wenn man es schneller haben will, machen mit Setzlingen. Man kann es aber auch über die Verteilung von Samen, wenn man mehr Zeit hat und so weiter und so fort, das ist in den Ländern unterschiedlich, kann man dieses Thema angehen und man kann nachher genau ausrechnen, wie viel Zentimeter pro Jahr gewisse Baumarten wachsen. Und ich empfehle sehr einen Mischwald. Und dann können Sie im Prinzip schlichtweg ausrechnen, in welchem Alter wie hoch die Bäume sind. Und je größer die Bäume sind und je nachdem, was für eine Baumart, wächst natürlich ein enormer Wert heran. Und dieses Modell mit den Abholzungen, auch wenn die in einigen Ländern nicht mehr so radikal erlaubt sind, funktioniert aber dennoch in sehr vielen Ländern. Und das ist ein ganz attraktives Business. Das Gleiche gilt für die Sumpfgebiete. Und das ist auch ein Thema, was jetzt das eben besprochene Thema der Abholzgebiete antrifft, wo eben die kleinen Setzlinge wachsen müssen. Ein sehr wichtiger Aspekt bei der Beurteilung der globalen Weltkarte als dritter Punkt ist die Auswirkungen der Erderwärmung, des Global Warmings. Also wenn ich Landbesitz erwerbe mit Holzwirtschaft, und ich habe bisher, wenn es zum Beispiel im Norden der Erdkugel ist, habe lange Winterperioden und ich davon ausgehe, dass in 10 Jahren die Winterperiode sich vielleicht um 1,5 Monate verkürzt, habe ich 1,5 Monate besseres Wachstum und viel schnelleres Wachstum. Und das kann man bereits jetzt feststellen in einigen Gebieten. Da haben wir Untersuchungen gemacht bei unseren Bäumen, dass eben von dem einen Jahr aufs andere bei den jungen Bäumen das Wachstum 40% mehr war als im Jahr zuvor. Jetzt wissen wir noch nicht, ob das ein Ausnahmejahr war, aber der Trend ist eindeutig da. Man kann also da gewisse Trends abschätzen und wer langfristig genug denkt, kann jetzt sozusagen mit einem großen Preisabschlag nach wie vor Gebiete erwerben, wo gebremstes Holzwachstum ist, kriegt einen riesen Discount gegenüber sozusagen Gebieten, wo mehr Sonnenschein ist und so weiter. Und umgekehrt geht es natürlich mit Trockenheiten und so weiter und so fort. Also ein sehr, sehr spannendes Thema. Was sich in dem Zusammenhang auch sehr lohnt, ist das Thema Sand und Kies. Es gibt sehr, wenn Sie große Waldgebiete erwerben, und Sie werden staunen, wenn Sie, wie gesagt, in Research auf der Weltkarte machen, zu welch niedrigem Preis Sie große Gebiete nach wie vor bekommen können. Häufig stellt sich raus, dass Sie eine ganze Sandgrube de facto umsonst mitbekommen, wo Sie nämlich dann das Recht haben, auch in der Tiefe den Sand abzubauen. Völlig unproblematisch für sich selber. Damit können Sie Wege und Straße legen. Das ist der nächste Punkt. Wenn Sie diese Gebiete nicht sofort für sich selber freizeitmäßig nutzen wollen, würde ich Gebiete kaufen, wo jetzt noch überhaupt gar keinerlei Infrastruktur gelegt ist, sprich noch nicht mal ein Sandweg dorthin führt, sondern wo Sie nur zu Fuß über die anderen Nachbargrundstücke hinkommen können. Sobald ein Sandweg gelegt ist, und das können Sie in aller Ruhe machen, ist der Wert des gesamten Grundstücks schon automatisch gehoben. Und wenn Sie eine Sandgrube haben, wo Sie den Sand in der Region veräußern können oder abbauen lassen, ist das ein weiterer interessanter Joker. Also das Thema Landbesitz fällt uns Deutschsprachigen aufgrund der Überbesiedlung, der dichten Besiedlung schwer. Dieser Gedanke ist ungewohnt von gewissen Menschen abgesehen. Aber ich würde Ihnen, wenn Sie in Ihrem Gesamtportfolio Luft haben und Freude haben an solchen Gedanken, würde ich Ihnen das als eine schöne kleine Beschäftigung empfehlen, sich researchmäßig mal mit diesem ganzen Thema zu beschäftigen. Und es hat auch für manche Leute, die einen sehr langweiligen Beruf haben oder im Homeoffice jetzt sitzen, sind das schon mal wunderbare Fantasiereisen. Und natürlich, wenn sie dann tatsächlich vor Ort gehen, sind das auch noch richtige Abenteuer. Und die Abenteuer
wenn Sie sozusagen Ihr Geld ja gesichert haben in sicheren Ländern, dann sind Abenteuer natürlich das Salz in der Suppe des Lebens. Und die halten mich auch weiter sehr jung und da bin ich auch sehr glücklich drüber. Also, auf in die Abenteuer, aber bitte mit gutem Research. Ein paar Gedankenanregungen waren das. Vielen Dank. Ich bin gespannt auf Ihre Kommentare. Vielleicht haben einige von Ihnen ja schon sehr schlechte und sehr gute Erfahrungen gemacht oder haben einige gute Tipps für uns. Bitte vergessen Sie nicht, sofern Sie es getan haben, wir müssen ja unsere Community erhalten und erweitern. Wir unabhängigen Denker müssen uns gegenseitig helfen. Bitte abonnieren Sie unter dem Video mit dem Abonnement-Knopf unsere Videoreihe und empfehlen Sie uns bitte weiter. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen haben. Bis zum nächsten Mal. Ihr Markus Elsässer. Danke.